Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren heute, wie versprochen, die andere Linie, die 836, in Düsseldorf mit dem Reisebus. Ich dachte mal, so als Gag. Es ist noch der andere geschildert. 0, nee, nicht 0. 8, was hab ich gesagt? 836, ne? Jo. 0, 0. Wo ist Enter da? Enter. Stimme ist jetzt komplett im Arsch. Ich nehme das auch ganz in der Früh auf, wo ich aufgestanden bin, deswegen vielleicht. 01. Uni. Ne, 02. Am Seestern. Da wird nämlich nur die Anfangshaltestelle angezeigt. Das müsste da stehen. Universität, genau. Was habe ich vergessen? Den Fahrplan habe ich noch gar nicht eingestellt. Hallo? Fahrplan ist dann nach Uni Süd, genau. Oh, das ist aber spät, 17.18 Uhr. Ich fahre eher am Tag, weil dann scheint die Sonne noch ein bisschen. Verkehr ist größer. Nein, Uni Süd, genau. Auf das Ding da. Und dann auf 18. Oh. Nee, das ist nicht gut. Türen zu. Jetzt. Und natürlich mit der Gangschaltung. Schön manuell alles. So. Der Bus ist sehr empfindlich, muss ich sagen. Aber ist mir eigentlich egal. So, wir machen die Türen schon mal auf, weil es dauert ja, bis sie aufgehen. Die reden immer noch nicht, das regt mich natürlich auf, aber in Düsseldorf muss ich dann nochmal den Haken raus und wieder rein bei Steam. Keine Ahnung warum, das nervt mich jetzt schon. Werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Wir starten mit dem zweiten Gang. Willst du hinten einsteigen? Nee, wir fahren ja keinen Metrobus, die steigen ja vorne ein. Okay. Und los. Der Bus ist schön leise, das gefällt mir natürlich. Ein bisschen lauter kann man schon stellen. Ansagen haben wir, glaube ich, auch. Nee, haben wir nicht. Na gut. Die gibt es nicht in jedem Bus. Man kann ja auch nicht alles haben. Blinken. Mein Stuhl rutscht immer, das nervt jetzt langsam. Oh, wir rollen. Der Bus rollt, hab ich vergessen. Ist gut. M2. Wird die M2 auch mitgeliefert? Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Jetzt fahren wir eigentlich fast denselben Streckenverlauf nochmal. Wie mit der 835. Habe ich ja schon gestern gesagt. Keiner? Okay. Die ziehen jetzt alle hier rüber wahrscheinlich. Ja. Der Gang ist zu hoch. Und du auch. Dann zieh ich nach links. Pfeife. So, ich hoffe, man versteht mich. So, rüberziehen. Na? Oh, was ist das für eine Performance? Alter. Alter, was ist das für eine Performance? 18, 20. Jetzt geht's wieder. Mann, der blöde Stuhl. Nervt jetzt. Das kotzt mich jetzt schon an. Kleinen Moment. So, weiter geht's. Eine Nachricht bekommen. Gang rein, Gang rin. Oh Gott, der Bus kommt gar nicht mehr in die Buschen. Alter.
Setra. Aber ich finde die Setras eigentlich voll cool. Vor allem die in Oms. Was parkst du da? Super. Packt auch jeder, wo er will. Da fahren wir gekonnt drüber. Und halten an. Und ziehen hier rüber. Kommt eh keiner. So. Wenn mein Stuhl nicht rutschen würde. Mann, wie kann ich denn das? Ich versuch mal was. Nee, kann ich gleich vergessen. Klappt eh nicht. Oh. Gang rein. Jetzt kommt er wieder. Jetzt. Ist gar nicht so einfach, ne? Omsi ist da ganz empfindlich mit dem Gang. Mit der Gangschaltung. So. Ah, doch, mit Anlage. Lütticher Straße. Welsenplatz immer schon. Niederkasseler Kirchweg. Da, hä? Waren wir da schon? Welsenplatz. Jetzt gehen die Anlagen auf. Welsenplatz. Blöde Stuhl, echt. Das nervt jetzt wirklich langsam. Naja, gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel meine Stimme. Ich nehme das jetzt in der Früh auf, deswegen. Ich werde jetzt ganz viele Videos am Tag raushauen. Als Entschuldigung, dass 5 Tage da keine Videos kamen. Hole ich jetzt auf, alles. Genau. So. Das kennen wir hier noch, wo ich gesagt habe, der Automat ist ein bisschen klein. Ah, Meerbusch. Jetzt weiß ich auch, woher ich Meerbusch kenne. Bei Krefrath. Da stand doch auch D. Meerbusch. Also Düsseldorf Meerbusch, genau. Wollte gerade sagen. Und hier habe ich mich, hier habe ich auch gesagt, die KI aus Düsseldorf, die Straßenbahn-KI, in München fährt auch eine KI. Eine Straßenbahn-KI. Als das Addon rauskam, da war erstmal keine, dann haben sie es nachträglich noch mit Updates gebracht. Also in München fahren auch, in Köln aber leider nicht. Das sehen wir aber dann schon. Wenn wir in München sind. Ich bin natürlich wieder sehr geduldig an der Ampel. Das sehen wir alle. Röhrmond, NL. Karstraße. Jetzt. Ich tue schon mal den Gang rein. Und fahr ganz langsam. Und es ist wieder rot. Na komm, das war noch grün. Das war noch gelb. Komm, ich warte jetzt nicht nochmal. Ihr wisst, ich hab dafür keine Geduld. Moin. Danke für die Begrüßung. Moin. Schon wieder steht der Metrobus genau da. Ich hoffe, die Straßenbahn überrollt uns jetzt nicht. Die ist ja hinter uns. Barmer Straße. Ja, bremsen. Stärker bremsen konnte ich nicht. Scheiße. Oh. Komm, 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 bevor es noch rot wird. So. Hi, am Seestern. Das ist der Kollege, der fährt zurück. Ja, der hat die Strecke schon hinter sich. Wir haben noch ein bisschen. Bisschen. So. Hallo, keiner. Und tschüss. Die Performance eigentlich. Finde ich.
werde mir irgendwann mal einen anderen PC holen, weil er ist jetzt nicht der beste. Das ist nicht unbedingt dafür ausgelegt. Aber, ich hole mir ja bald einen besseren. Dann läuft es auch. Das Gequietsche finde ich ein bisschen nervig, aber auch ein bisschen cool. Die Bremsen finde ich eh besser als beim Solaris. Das vom Stehen losfahren, das ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Jugendherberge. Hier das Starten vom... ist jetzt gar nicht so einfach. So. Na super. Die Taste super gemacht, echt. Ich komme automatisch immer mit dem ersten rein. Weil... boah, fahr! Fahr! Boah. Boah. Boah, das war knapp. Boah. Haben wir noch geschafft. So. Blinken. Und abbiegen. Stehen bleiben wir nicht. Hinten auch. Hört sich komisch an. So. Motor aus. So. Landtag Kniebrücke. Landtag Kniebrücke. Kennen wir von gestern schon. Wir sagt alles gleich. So. Da kommt dann wieder der Fernsehturm. Und weiter. So. Performance ist gut. Okay. Spandau-Schilder. Weiter scha... oh, das war der falsche Gang. Jetzt kommt schon wieder das. Ey, nee. Ich zieh mal ganz rüber. Oh. Ich sollte mal vielleicht in den Spiegel gucken. In den Seitenspiegel, nicht in den Spiegel. Ihr wisst schon. Und der sechste Gang. In der Stadt mit dem sechsten Gang unterwegs. Perfekt. Haltewunsch, oh je. Ich mach schon mal auf, glaube ich. Na. Das mit der Performance nehme ich schon mal zurück. So. So. Aber ich hoffe, das hört gleich auf. Wahrscheinlich muss da irgendwas laden. Im Hintergrund, dass das so schlecht lädt gerade. Das wird schon. Ich mag das ja, wenn es ruckelt, ne? Mag das ja so gerne. Oh Gott. Oh mein Gott. Das kann sich ja nur um Stunden handeln. Komm. Das ist echt nicht einfach jetzt vom Stand mit dem... loszufahren mit der Gangschaltung. Mit dem ersten schon gar nicht. Also mit dem zweiten Gang geht schon, aber mit dem ersten kann man gleich vergessen. Da stehen wir wieder.
weiß, das ist eigentlich nicht der Bus für die Stadt, aber trotzdem. Warum nicht? Kirchplatz. Genau. Will halt möglichst sanft natürlich anfahren. Ist ja klar. Warum bremst der jetzt schon? Der bremst mich aus. So. Einsteigen bitte. Ich bin schon wieder mit dem ersten. Der erste ist, glaube ich, zu klein für den Bus. Ich vergesse das immer. Das ist jetzt nicht meine Haltestelle, ne? Nee. Ach, das war die, wo ich auch gestern dachte. Das wäre meine. Bilk Bahnhof. Bilk, da sind wir schon. Übergang im Bilk. Zur DS-Bahn. Ich steige jetzt ein bisschen kurz. Habt ihr das gesehen? Ist ja wohl ein Scherz. Ja, ich komme nicht mehr zum Stehen. Egal. Ich komme nicht mehr zum Stehen. So. Oh, wir sind verfrüht. Der Diktat nochmal erleben darf in Düsseldorf. Zwei Straßenbahnen stehen gleich da. Eins, zwei, drei. Mach mal so. Danke. Komm, ich will die Phase noch erwischen. Erwischen wir noch. So. Ich dränge mich da jetzt durch. Der versucht es aber auch, ne? Oh, wie mich das aufregt. Solche Autofahrer, das regt mich so auf. So. Bremsen. Oh, jetzt hab ich den schon wieder mitgenommen. Das wird ja schon wieder was. Danke, der eine wahre, der einzig wahre lässt mich durch. So. Ach komm schon. Der Lenker dreht sich ein bisschen behindert. Ich glaube, das ist auch das Force-Feedback. Irgendwie. Der Motor geht aus und dann geht er wieder an, wenn man ein bisschen rollt und dann noch Gas gibt. Aber nur wenn man steht, dann kannst du vergessen, dann musst du den Motor manuell wieder anmachen. So. Hallo. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bei uns 2, Düsseldorf. Und dann würde ich sagen, ciao.